Wir haben ein Entsorgungskonzept bei der Spar, wo eigentlich fast alle Materialien dort umfangen sind. Und da haben Getränkekarten eigentlich noch gefehlt in dem ganzen Spektrum. Und da haben wir gefunden, da ist es mal ganz gut, dass wir einen Pilotstart und mal einen Versuch machen, um dem können gerecht zu werden und eigentlich die Palette zu erweitern. Die Handling des Materials ist sehr einfach. Es unterscheidet sich nicht von der PET-Flasche, die wir bis jetzt immer hatten. Das ist auch in Säcken. Wir müssen hier Container rausfahren, zubinden, ins Lager fahren und dann morgen wird es vom Transport abgeholt. Das ist für uns nicht einmal ein zusätzlicher Aufwand. Die Sammlung dieser Getränkekarton ist ein Riesenerfolg für mich. Ich bin überrascht, wie viele das überhaupt die zurückbringen. Das Echo der Kunden ist durchwegs positiv und teilweise kommt es wirklich mit ganzen Tragtaschen voll und rührt rein. Ich denke, nach den erfolgreichen Erfahrungen, die wir doch jetzt haben in diesen paar Monaten, in diesen zwei Pilotmärkten und vor allen Dingen auch die positiven Kundenreaktionen, dass die uns auf jeden Fall dazu weiter ermutigen, das auszuweiten. In unseren Sparmärkten und auch bei neuen Märkten oder bei Umbauten bereits das vorgesehen, sodass man dann das sukzessive weiter ausbaut.